Moin, ich bin wieder zurück. Ja, der Flatterradler ist wieder in seiner wunderschönen Heimat. Ja, kann man ja wohl so sagen. Ja, aber auch die Zeit, die ich jetzt verbracht habe, die 4 Monate, was ich da erlebt habe, ich bin immer noch überwältigt von dem, was ich da gesehen habe, was ich gemacht habe, wie es gelaufen ist. Also ich kann nur sagen, es ist gewaltig gewesen. Besser, als ich mir je erträumt habe. Ich habe da schon die Bilder wieder so ein bisschen angeschaut, die ich mitgenommen habe, die Videos. Und da kommt, oh, das überwältigt einen sofort wieder. Man weiß, wo, wie, was man da gemacht hat. Es ist unbeschreiblich gewesen. Es ist eigentlich nahezu perfekt gelaufen, die erste Reise. Ein Monat auf dem Balkan und dann danach, nach einer kleinen Pause, hoch zum Nordkap und wieder zurück. Ich kann nicht besch Man kann es nicht beschreiben in Worte, was ich da erlebt habe. Und ich kann auch jetzt schon sagen, die tollen Bilder, die ich mitgenommen habe, werden das nicht so rüberbringen, als wenn man da wirklich direkt dasteht und sich das, die ganze Gegend da anschaut, durchfährt mit dem Fahrrad. Die Gefühle, die einen so überwältigen, wenn man das sieht, also das können Bilder nicht rüberbringen, das kann ich jetzt schon sagen. Es sind fantastische Bilder geworden, so wie ich schon reingeschaut habt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf irgendwas sehr Tolles freuen. Ja, Blockbuster werden es sicher nicht. Und ich kann es auch wirklich nur tageweise, vielleicht mal 1, 2 Tage zusammen, aber wirklich nur tageweise rausbringen. Es ist ja auch eine Erinnerung für mich. Wenn ich jetzt andere Videos sehe, was da alles weggelassen wurde, was da alles fehlt, ja, natürlich sind da auch ein paar langweilige Strecken dabei. Aber das ist es ja auch. Das kann man nicht beschreiben. Also es war ein wirklich traumhafter Sommer. Der Sommer meines Lebens, den ich jetzt verbracht habe, das kann ich wirklich sagen. Es ist nicht in Worte zu fassen. Auf jeden Fall nicht, wenn man vor diesen ganzen Kulissen steht, wo ich war. Und das alles noch mit dem Fahrrad erreicht zu haben. Wie gesagt, es sind 2 Touren gewesen. Beide sind nahezu perfekt gelaufen. Ja, ein Missgeschick ist mir da passiert und ja, ein Defekt, der mich zum Schluss dann nach Hause gebracht hat, aber das war dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, also ihr habt es ja vielleicht auch mitgekriegt in den Shorts, die ich rausgebracht habe auf Instagram. Ja, wer auf Instagram das gesehen hat, der kann sich vielleicht schon mal vorstellen, was da für Bilder kommen werden, denn wettertechnisch kann ich echt nicht meckern. Also besser konnte es nicht laufen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Regen auf dem Balkan und dann zwischendurch vielleicht mal einen Schauer, aber ich bin fast nur durch Sonne gefahren. Sonnenschein, blauer Himmel, beste Aussichten. Und das nicht nur da, sondern auch im Norden. Ich werde es wirklich beweisen, dass im Norden auch wirklich tolles Wetter ist und kein mieses Wetter. Ich habe absolut Glück gehabt mit dem Wetter. Es ist so perfekt gelaufen, dass ich das selber nicht begreifen kann. Wirklich nicht. Ja, und was ich da mitgenommen habe, was ich da schon an Bilder gesehen habe, das macht einen emotional schon wieder, wühlt einen auf. Ja, es wird sehr schwierig, da Videos draus zu. Ja, es wird bestimmt noch ein bisschen dauern. September wird vielleicht sogar noch schwierig, weil ich muss das irgendwie auch noch vom Kopf her auch hinkriegen, die Bilder echt zusammenzuschneiden und nicht durchzudrehen am Computer. Das kann ich echt sagen. Also ich kann nur sagen, verwirklicht eure Träume im. Das war wirklich ein Traum, diese Strecken abzufahren und es ist noch besser gewesen, als ich mir je erträumt habe. Ich will jetzt hier nicht super übertreiben, was ich vielleicht jetzt mache. Für mich war es Hammer. Ich weiß nicht, ob die Bilder das überhaupt ansatzweise rüberbringen können. Ich habe es versucht. Es werden keine Drohnenaufnahmen kommen, es kommen keine Crashs, es wird nichts Spektakuläres passieren. Ein Missgeschick, ja, es ist auch nicht so weltbewegend. Mein Defekt am Schluss, das kann ich jetzt auch sagen, es ist auch nicht so spektakulär gewesen. Vielleicht noch ein bisschen spannend, aber das reißt es nicht raus. Es ist einfach nur diese Landschaft gewesen, von Anfang bis Ende, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Ich kann nur sagen, wenn ihr da mal hin wollt, wo ich war, macht es jetzt und schiebt das nicht auf. Definitiv nicht. Ich habe auch viele getroffen, die im Vorfeld auch gesagt, ja, das würde ich auch gerne machen, wollte warten. Ja, irgendwann mache ich das und dann geht das auf einmal gesundheitlich gar nicht mehr. Ja, so kann es dann auch laufen. Habe ich viele getroffen, wie es noch mit einer Busreise oder mit einem
an ein Schiff noch geschafft haben dahin. Auch andere Radreisende, die ich getroffen habe, zum Beispiel zum Nordkap, die haben noch eine längere Tour gemacht. Das ist unglaublich, was die Leute alle leisten. Ich sehe alle Videos jetzt komplett anders, alle, die da hingereist sind. Ja, also es wird so eine Art Anleitung vielleicht, um das auch zu schaffen, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt nicht immer draußen übernachtet. Es gab auch viele andere Übernachtungen. Es ist nicht so gelaufen wie geplant, aber ich habe mir es so gemacht, wie ich es mir gewünscht habe, wie mir gerade war. Hotels, kleine Hütten. Ich habe auch im Wild gecampt, definitiv. Aber das meiste war auch auf Campingplätzen und das war auch alles gut so. Das ist meine Reise gewesen und deswegen habe ich da nicht das Riesenabenteuer draus gemacht, sondern so, wie ich mich wohl gefühlt habe. Ja, und nicht mich da irgendwo gezwungen. Jetzt musst du jetzt hier für YouTube eine tolle Szene drehen an einen See, aber sich dann mit den ganzen Mücken abkämpfen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe so gemacht, wie ich es wollte. Und ich kann euch sagen, es war eine Traumreise, beide. Ja, wie gesagt, es wird was kommen. Ihr könnt euch drauf freuen. Wer die Shorts gesehen hat, hat nur so einen kleinen Teil gesehen. Und auch Instagram-Bilder können das nicht rüberbringen. Also, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn die einzelnen Tage oder mehrere Tage als Zusammenschnitt kommen. Aber das wird echt lange dauern, bis alle Videos rauskommen. Das dauert bestimmt länger als ein Jahr, aber ihr könnt euch drauf freuen. Ich freue mich selber drauf. Aber es wird am Anfang bestimmt schwierig werden, die Bilder wiederzusehen, wo ich überall war. Also, freut euch drauf auf tolle Videos auf diesem Kanal. Ja, ich freue mich. Also, ja, es war der Sommer meines Lebens, definitiv. Also, denn sehen wir uns im Video in der Vergangenheit. Aber trotzdem, denn wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Videos. Tschüss. Moin Moin, euer Flachlandradler Thorsten. Ich genieße wieder meine schöne Heimat jetzt.